Achso, das ist hier? Ja, genau so. Das ist hier. Okay. So hier? Geil. Party zu Besuch bei Segelohren Bob hier. Übrigens, Segelohren Bob, ich muss dir mal ein Foto zeigen, ich sah mich auch früher aus, so wie Segelohren ist Harty, ja? Ach so? Ja. Du auch von der Video? Nee, bei mir, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Der Name kommt woanders her, aber okay. Er ist gewachsen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. In der ersten Klasse, da hatte ich auch so eine Segelohren, ja, da muss ich dir mal zeigen, das ist gut, ja. Wollen wir hier nochmal den Bedini mal schnell mal zeigen? Hier, zeig uns doch mal dein super Bedini. Mein Super Bedini ist das, naja, den ich schon nachgebastelt habe. Mhm. Meins ist ja gar nicht so richtig. Ne? Alles nur geklaut, wissen wir ja. So, ich glaube, das war. Aber funktioniert. Das war ein Minus gewesen. Hier war der Plus. Plus. Und hier. Ja, passt. Gut. So, wir fahren ganz runter. Nein, das war ganz hoch. So ist ganz runter, ne? Das ist der eigentliche Leerlauf. Ne, das ist nicht. Mal warten. Das ist der Leerlauf jetzt. Warum ist denn das jetzt der Leerlauf? Ja, jetzt wird er ein bisschen schneller im Teller, ne? Ist das jetzt die Standard-Bedini-Schoolgirl-Schaltung oder hast du das noch irgendwie modifiziert? Nö, das ist die Standard-Bedini-Schoolgirl-Schaltung. Ja. Halt nicht mit einem 3055er, sondern mit einem Transistor, der, ich glaube, bis 400 Volt aushält. Achso, weiß nicht, ob das so. Die Weg-EMF steuert jetzt einfach die LED-Lampe hier an, ja? Ja, genau, also. Aber nicht direkt, sondern das ist auch so eine ausgebaute Stick-Lampe. Ja, ja. Für 12 Volt und da ist auch noch 4 Wege Brückengleichrichtung und ein Kondi halt davor, ne? Achso, oh ja, okay. Also wird einmal hier im Kondi zwischengespeist. Ja. Hier in dem. Ja, ja. Und dann wird es eben hier runter dann geleitet, ne? Und der Motor, ist das jetzt irgendwie umgebauter Lüftermotor oder was? Oder? Ja, genau. Achso. Stinknormaler Imuteps Bedini Fanprojekt. So habe ich das kennengelernt. Okay. Über die Panacea-Universität und über die YouTube-Videos. Achso, also die eine Spule ist praktisch die Treiberspule und die andere ist die Pickup-Spule. Ja, irgendwie so? Ja, hier sind zwei Drähte parallel immer auf alle vier Statoren gewickelt. Achso, okay. Obwohl es jetzt, müssen wir mal rauskriegen, was jetzt wirklich effektiver ist. Ne? Ob jetzt wirklich nur die beiden Powerspulen auf der und der Spule und die beiden Triggerspulen auf der und der oder. Ob es egal ist, diese Vergleichstests würden uns da halt mal interessieren, diese eindeutigen Vergleichstests. Ne? Da gibt es Bastler, die schwören drauf, dass das nur so rum viel besser funktioniert, die anderen sagen, ach, es wurscht, oder sag mal, dass du wirklich einen Vergleich gemacht hast, ne? Aber diese Detailmessungen sind halt mal interessant. Aber jedenfalls ist es optimal, damit halt auch andere Batterien dann aufzuladen, nicht? Ja, zumindest zu regenerieren auf alle Fälle. Ne? Wenn du alte, versulfatierte Batterien hast und die 12 Volt Spannung haben sollten und nur noch bei 9 Volt sind, weil sie die ganze Zeit irgendwo gelagert worden sind und dein Ladegerät sagt, hier, das Ding hat zu wenige Spannung, kann man die damit hochschaukeln. Hast du schon mal geschafft, mit einer Batterie irgendwie zwei oder drei andere gleichzeitig zu laden, irgendwie, sodass man wirklich mehr Energie rausziehen kann? Irgendwie? Das leider nicht. Das leider nicht. Von den Spannungen her war ich oft an dem Punkt, wo ich mich übelst gefreut habe. Juhu, dieser war von der Spannung her sonst wo. Ja, ja. Ja, dann hast du dieselbe Batterie dann wieder als Treiber benutzt und dann sinkt die Spannung etwas schneller als bei normal geladenen Batterien. Ja, also das ist dann so eine Art wie, ich interpretiere so eine Art wie Stromschaum, kann man so sagen, der dann irgendwie schnell wieder zusammenbricht. Aber naja, die Art und Weise, wie wir das hier machen mit nur einer einzigen Powerspule und das ist natürlich auch nur das Grundprinzip. Ne? Wenn ich, ich glaube, es ist einfach auch zu klein. Ich glaube, richtig effizient wird erst, wenn man hier richtig große Spulen und richtig viel Eisen auch drin hat vielleicht. Also mehrere Spulen, ne? Nicht nur eine, sondern dann mehrere. Weil je größer man das baut, umso effizienter wird das alles, gerade bei Magnetsachen irgendwie so. Also, ja, das war genau immer dieses Argument, wovor ich mich immer ein bisschen gefürchtet habe. Ja, ne? Dieses Totschlagargument, wenn es im Kleinen nicht funktioniert, baust du einfach größer. Ne? Und dann baust du es und funktioniert wieder nicht und irgendwann bist du verrückt und gehst wohin. Das habe ich mir gesagt. Also irgendwie, zumindest musst du irgendwelche Effekte im Kleinen schon nachweisen können. Was dir wirklich sicher suggestiert, dass es im Größeren nur noch besser gehen kann. Ne? Ja, dazu muss man natürlich auch eine gute Messtechnik haben, weil wenn du so nur sehr ganz kleine Effekte hast im Kleinen, dann sind die natürlich auch sehr schwer aus dem Rauschen irgendwie raus zu
messen. Ja. Irgendwie so. Genau, also mit Oszilloskop hier irgendwas zu messen, ich habe es mittlerweile aufgegeben. Mhm. Ja, immerhin schon anfangen, man kann damit halt andere Batterien erstmal refreshen und also erstmal so als Einstiegstechnik, um sich mit der ganzen Batterietechnik auch vielleicht damit erlauen, umgebauten Bleisäure auf Erlauen, Wasser, Elektrolyt, Umbau halt zu benutzen. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, für Einsteiger optimal, finde ich. Ja. Das wird irgendwann mal definitiv als Bausatz gefragter sein, denn je. Genau, ja. Denke ich mal. Also so für eine Hausversorgung einfach die ganze elektrischen Lampen halt auf LED-Technik umzustellen und dann mit einer großen Launbatterie zu betreiben, die man vielleicht immer mit so einem Bedini dann halt über Solarpanel auflädt oder so. Ich glaube, das ist schon jetzt erstmal eine Zukunftstechnik, die jetzt kurz vor der Tür steht und die man auch so umsetzen kann. Hochfrequente gepulste Gleichspannung, die kannst du auch sehr, sehr gut über weitere Strecken transportieren als normal, ne? Habe ich irgendwo mal gehört. Stimmt, ja. Ziemlich verlustfrei, also kannst ziemlich dünne Drähte in dein Haus legen und kannst aber trotzdem Leistungen drüber übertragen, wo du sonst denkst, hey, das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, ich denke, da ist viel Potenzial drin. Aber mein Kupplatten ist nicht so. Na gut, alles klar. Schön, dich kennengelernt zu haben. Genau, alles klar. Herzlich. Libby. Matthias, nochmal der Libby. Hangout neu gemacht hat, alles klar. Tschüssi.